Am Freitag, dem 10. November, gastiert ab 20 Uhr das legendäre Glenn Miller Orchester mit seiner großen Greatest Hits Tour im Stadttheater Euskirchen. Es ist die Best-of-Tour zum 35. Geburtstag. Wegen Corona allerdings fast mit 4 Jahren Verspätung, so dass eigentlich fast der 40. gefeiert werden könnte. Grund genug, über das Programm mit dem Orchesterleiter zu sprechen. Und jetzt bei mir am Telefon der Mann für den Swing, Will Salden. Und das Glenn Miller Orchester, das steht für Musik der 40er und 50er Jahre wie kein anderes Orchester. Und es ist wieder auf Tour, unter anderem am 10. November in Euskirchen. Und vielleicht machen Sie unsere Hörer mal neugierig, was werden wir denn alles zu hören bekommen? Wir spielen seit 2 Wochen unser neues Programm, unser Jubiläumsprogramm Best of Glenn Miller. Also Jubiläumsprogramm, das war unser 35 Jahre Programm, aber das haben wir jetzt hinter uns. Dazwischen lag auch noch Corona, also das war nicht so eine schöne Zeit. Und wir sind jetzt unterwegs mit Best of Glenn Miller Orchestra und das bedeutet, dass wir Stücke genommen haben aus unserer enorm großen Titelliste, alles was wir natürlich in, sagen wir mal, fast 40 Jahre gespielt haben, mal gespielt haben. Da ist es nicht so schwierig, um 30 Supertitel dann nochmal rauszunehmen und die in ein Programm zusammenzubasteln. Und das ist, was wir machen, auch am 10.11. in Euskirchen. Und die Erfahrung von die 2, 3 Konzerte, wo wir das Konzert jetzt gespielt haben, das Konzert kommt sehr gut an. Und die Leute sind zufrieden, denke ich mal, über die Titel und so wie diese Titel von unserer Band gespielt werden. Und Sie sagten es gerade, 40 Jahre ist das Orchester bereits auf Tour. Was macht diese Musik so unglaublich zeitlos, dass sie 70, 80 Jahre lang schon funktioniert? Ja, der beste Beweis ist natürlich, dass auch junge Leute noch, jetzt werde ich nicht behaupten, 10 Glenn Miller Titel kennen, aber wenn man sie spielt, doch sicherlich 5, 6, 7, die kennt eigentlich auch jeder Teenager von 15 Jahren in the mood. Pennsylvania 65000, The St. Louis Blues March, das sind doch Titel, die immer noch weltberühmt sind und auch sehr gekannt bei ein großes Publikum. Jetzt vielleicht kein 15-Jähriger, aber machen wir ab 30, weil Fragen, die gibt's auch immer, ja, aber die Leute, das Publikum muss doch schon sehr alt sein oder so. Das stimmt natürlich, wir sehen wenig 20-Jährige, aber es ist nicht so, dass das alles, was ab 70, wenn die mal nicht mehr da sind, dass da kein Nachwuchs mehr ist. Wir sehen auch immer mehr 50er, 40er, die auch vielleicht einen anderen Grund haben, um zu uns zu kommen, weil man kann auch sagen, wo hört man heutzutage noch eine Big Band, die auch wirklich echt live spielt? Sagen Sie mir, wo ich hingehen kann und da gehe ich gerne mal hören. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Und da es auch immer Publikum gibt, die da auch nach der Suche sind, kommen die bestimmt der eine oder andere Tag auch bei Glenn Miller und kaufen dafür dann mal eine Karte. Auch wenn sie nicht ganz wissen, worauf sie sich einlassen. Aber später stellt sich dann heraus, dass es denen dann doch tierisch gefallen hat. Ist meine Erfahrung zumindest. Und jetzt spielen Sie seit 4 Jahrzehnten. Gibt es einen Titel von Glenn Miller, den Sie noch nie gespielt haben? Das wird bestimmt so sein, aber ich habe natürlich schon sehr viele gespielt. Wobei Glenn Miller hat so ein unfassbares Repertoire gehabt, dass es bestimmt Titel gibt, die ich nicht in die Mappe habe und auch noch nie gespielt habe. Also, aber so wie gesagt, man muss das natürlich auch ein bisschen auch von der anderen Seite sehen. Sie müssen sehen, Glenn Miller hat damals in seiner Zeit, die hatten ja jeden Tag eine Rundfunksendung. Die haben jeden Tag 15 Minuten, 20 Minuten Sendezeit gehabt und die waren jeden Tag zusammen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit ist das auch nicht so. Wir machen ein Programm und wir spielen das eine bestimmte Zeit. Bei Glenn Miller sind ja Titel wie am Fließband entstanden, im Gegensatz zur heutigen Zeit. Da schafft das ja keiner mehr. Sehr gut, aber die haben auch keine CDs jeden Tag aufgenommen, nicht oder Schallplatten. Nur die haben jeden Tag gearbeitet und hatten jeden Tag auch einen Auftritt. Und heutzutage ist das ja, das existiert nicht mehr. Man muss froh sein, dass wir spielen schon unglaublich viel. Es gibt keine andere Big Band, denke ich, die
die mehr Auftritte hat wie wir, obwohl wir auch schon zurückgegangen sind. Wir hatten Jahre dabei, nicht, dass das so sehr gesund war, aber ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren haben wir gegen die, ja, da ging es Richtung 200 Auftritte im Jahr. Wow. Und die packen wir natürlich auch nicht mehr, und das ist auch gut so, weil das war auch echt zu viel. Uns ist natürlich auch ein sehr großes Gebiet verloren gegangen, Russland, das können wir natürlich vergessen. Wir standen am Flughafen in Düsseldorf, als dieses Elend angefangen hat, am 24. Februar, als der Krieg angefangen hat, wollten wir nach Moskau. Also da ist schon, bei uns hat sich da auch natürlich einiges geändert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man jetzt so wie Sie ein Best-of der Glenn Miller Songs macht, nach welchen Kriterien werden da die Songs zusammengestellt? Ja, ich sehe das so, man spielt natürlich auch für Publikum, die dafür Geld zahlen. Und dann muss man auch sich Richtung Publikum richten. Also ich kann nicht 30 Titel spielen, lass ich es umdrehen. Wenn ich die Musiker aus der Band das Programm zusammenstellen lassen würde, dann hätte ich die Angst, dass da zu viel Musik drin war, worauf das Publikum eigentlich nicht wartet. Die erwarten natürlich die weltberühmten Titel, die sie auch alle kennen. Na gut, dann sind wir schon 15 Titel weiter, weil es gibt sicherlich 15 Titel. Aber dann habe ich noch 15 andere, und da versuche ich immer auch ein paar schwierige Sachen rein zu schmeißen, sodass die Leute auch hören können, auch die Kenner, dass die sagen können von wow, da muss erstmal jemand kommen, um das auch überhaupt auf die Bühne live spielen zu können. Aber das gefällt wieder die große Masse etwas weniger. Also ich muss da auch kommerziell denken. Also damit ist es eigentlich gesagt. Und das versuche ich so gut wie möglich, dass jeder was hat von einem Besuch zu unsere Konzerte. Und dann lassen Sie uns mal ein wenig auf Sie blicken. Woher kommt bei Ihnen die Leidenschaft zur Musik? Lag die schon bei Ihnen in der Familie, die Begeisterung für Big Bands? Naja gut, es gibt Bilder von mir als Vierjähriger, wo ich im Kindergarten gegangen bin mit der Mundharmonika und habe das gespielt. Also so ist das von Anfang an, über Mundharmonika, Blockflöte, Akkordeon, Klavier. Dann habe ich später darin dann auch unterrichtet, bin zur Musikhochschule in Maastricht gegangen, und naja gut, so ist das so alles gelaufen. Und dann habe ich mit 25 Jahren hatte ich schon eine Big Band, weil meine Begeisterung für Big Band, die war immer sehr groß. Das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe immer Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, und Glenn Miller natürlich, habe ich immer sehr gerne gehört. Und das ist Geschichte, und das ist, was das Resultat ist von all die Jahre sich interessieren für Big Band Musik. Aber wie entstand dann bei Ihnen die Idee, mit einer Glenn Miller Band dauerhaft auf Tour zu gehen? Also die Songs der Nachwelt zu erhalten und vielleicht auch neu zu interpretieren? Naja gut, die Glenn Miller Musik, das hat mich immer interessiert. Und natürlich, da hat man zwei Chancen. Man kann es Will Salden Orchestra nennen, wenn man das kommerziell machen möchte. Aber das ist dann natürlich ein langer Weg, um so bekannt zu werden. Und die Glenn Miller Musik hat mich sowieso immer interessiert. Und dann haben wir uns zusammengesetzt damals, ach, das ist schon in 1985, glaube, nee, 1990. Da bin ich nach Amerika gegangen zu die Vertreter von die Glenn Miller Foundation. Und die haben die Glenn Miller Rechte, also was Bands angeht. Es gibt natürlich ein Glenn Miller Orchester in Amerika, aber die vergeben auch Lizenzen weltweit. Okay. Und so sind wir das Glenn Miller Orchester geworden für ganz viele europäische Länder, im Moment glaube ich 17, wo wir die Rechte haben, die Lizenz haben, um als Glenn Miller Orchestra nach draußen zu gehen und Auftritte zu machen. Und so ist das passiert. Und mittlerweile, wir haben die Anzahl, das habe ich vergessen, aber wir sind jetzt, sagen wir mal, zwischen 5.100, 5.200 Konzerte, die wir in diese fast 40 Jahre gemacht haben. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Wenn man über 5.000 Mal In the Mood gespielt hat, macht man das immer noch gern oder macht man das, weil man es machen muss? Ich muss das, das ist beide. Ich muss das machen, aber wir haben natürlich schon ein Glück. Es gibt auch viele
Orchester, die den ganzen Tag im Studio sitzen, die irgendwo im Keller ihre Musikstücke spielen, ihre Titel spielen. Zwar immer was anderes, aber das ist eine ganz andere Situation, als dass wir in eine Konzerthalle kommen. Das Publikum, das macht natürlich viel aus. Und das Publikum ist jedes Mal anders. Und da ist der Unterschied. Deswegen, ich zähle nicht die Anzahl von, ich muss nicht dran denken, es ist mal einer gewesen, der hat gesagt, mit so vielen Konzerten, in the mood dauert 3 Minuten 30, ja. Zähl das mal die 5000. Und dann habe ich ein paar Jahre in the mood gespielt, sagen wir mal. Hintereinander müsste ich das spielen. Aber ich sehe das nicht so, so als ein großes Problem. Man spielt das halt und wenn man sieht, dass die Leute gefällt, dann ist das für mich auch total okay. Ich meine, es sind auch viele klassische Orchester, vergessen Sie das nicht, die auch die 5. von Beethoven wird regelmäßig wiederholt. Ich meine, da wird kein Musiker danach gefragt, wie das dann fühlt. Das ist immer eine komische Geschichte. Die Welt der Stars und Sternchen, das ist Ollis Welt bei Radio 700. Und wenn Sie so viele Auftritte im Jahr haben, dann sind Sie ja auch fast permanent zusammen mit Ihrem Team. Wie es ja wächst das dann auch zusammen? In die heutige Zeit, also wir spielen jetzt, wir kommen noch nicht mal, ja, 110, 120 Konzerte. Also das gibt's verschiedene Monate, da sind wir überhaupt nicht unterwegs. Im Sommer ist natürlich sowieso die Konzerthäuser, also die besten Besuche, die sind im 4. und im 1. Quartal. Das ist ein halbes Jahr. Und die Monate Mai, Juni, April, da steht kaum ein Auftritt. Also so oft sind wir nicht zusammen. Wir haben noch einen großen Vorteil, wenn wir schon mal echt 2-3 Monate echt untereinander sind. Wir sind nie mit die gleichen 20 Leute, sagen wir mal so. Wir haben einen enormen Pool. Ich könnte so 3 Einsätze zusammenstellen, die regelmäßig hier mal vorbeikommen. Jetzt bei den Posaunen ist das vielleicht nicht ganz so, weil diese 4, die sind eigentlich fast immer da. Aber bei den Trompeter haben wir mal einen Wechsel. Schlagzeuger, die mache ich selbst, diese Stelle. Wir haben 3, 4, 5 Schlagzeuger, gute Leute, die ich einsetze, wo das passt für denen und für uns. Also so echt oft zusammen mit die gleichen Leute, das sind wir eigentlich nicht. So kann man das heutzutage nicht mehr sehen. Okay, Sie treten in 17 verschiedenen Ländern auf, also dort, wo Sie auch die Lizenzen haben, gibt es einen Platz, der Ihnen besonders gefällt? Und gibt es einen Platz, an dem Sie noch mal gern spielen möchten? Naja, das andere, diese 17 Länder, wir haben die Genehmigung, sagen wir mal, die Lizenz, um 17 Länder zu machen. Hm. Aber da muss man zuerst auch mal Promoter finden, die das dann machen würden. In Skandinavien würden wir gerne wieder hin, aber da ist auch ein Interessenten, aber der hat sich noch nicht konkret gemeldet. Wo wir immer unglaublich gerne gespielt haben, und das ist, wenn ich das jetzt sage, naja, kommt das vielleicht nicht so gut an, aber das russische Publikum ist das Beste von, eigentlich von überall. Das ist unglaublich. Wir haben über 300 Auftritte seit 2008 in Ukraine und Russland gemacht. Wir waren in Vladivostok, wir waren echt überall, Archangelsk, ja, alle Städte, die haben wir schon besucht. Und die Russen, die wissen auch noch sogar, worüber sie reden. Da kommen junge Leute ins Konzert. In Moskau das erste Mal, da habe ich nicht gewusst, was ich gesehen habe. Da waren, sagen wir mal, 1000 junge Menschen unter 30 Jahre, junge Mädels. Und die auch die Musik gekannt haben, die wussten, wo sie hingekommen sind. Die waren in großer Hoffnung und Erwartung und denen hat das natürlich auch wahnsinnig gut gefallen. Also je östlicher, sagen wir mal so, je lieber ich dahin gehe, weil da das Publikum eigentlich am begeisterten ist. Wenn ich in Holland spiele, dann muss ich aber das ist halt die holländische Mentalität. Wenn man da den Applaus hört, dann denkt man, noch 3 Titel und die Halle ist leer. Aber wenn man die Zugaben dann macht, dann bekommt man da Outstanding Ovations. Aber die Reaktionen sind da total anders. Man hat sich in Holland noch nicht mal verbeugt, um den Applaus in Empfang zu nehmen. Und da muss man schon wieder weiter, weil dann ist schon wieder eine Stille, was man nicht glauben.
Und jetzt hat man so viele Melodien von Glenn Miller, die man spielen kann. Wie sehr ist man dann auch mit dieser Art von Musik verwurzelt? Würden Sie sich zutrauen, auch ein Stück in seinem Stil zu schreiben oder das in seinem Stil zu arrangieren? Ah ja, natürlich. Ich meine, die geben ja Jerry Gray, die geben ja so deutlich die Art und Weise, wie Glenn Miller gespielt hat. Also das Black spielt diese UA UA. Hören Sie sich Titel an wie Tuxedo Junction, damit ist alles gesagt, U-A, U-A, und das macht Black, und im Saxophonsatz ist die Klarinette vertreten, und die Art und Weise, wie da arrangiert wurde für die Klarinette, das verstehe ich, und das kann ich auch machen. Nur wenn Sie fragen, würden Sie einen Titel schreiben und den im Glenn Miller Stil spielen, an sich könnte ich das machen, das verstehe ich. Ganz so da. Damit würde ich die Leute nicht, ich kann einen Titel, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch Arrangements für unsere Band arrangiert, auch von anderen Titeln, nicht von Glenn Miller. Ich kann schon ein Arrangement schreiben, aber das muss ich dann machen von Titel, so wie ich denke, die das Publikum auch ansprechen und die da auch bekannt sind. Und dann gibt's wieder Leute, die das super viel besser oder schon gemacht haben. Und was soll ich da noch eine Verbesserung anbringen, wenn es da schon super Arrangements gibt in die Richtung? Und wenn man so wie Sie 40 Jahre lang mit Glenn Miller beschäftigt ist, sozusagen ein Lebenswerk erschafft mit über 5000 Auftritten, gibt es da Momente, an denen man auch mal von der Musik loskommen möchte, um Energie nachzutanken? Gibt es da Orte, an denen Sie wieder aufladen können? Na gut, es ist an der einen Seite so, ich bin eigentlich dann trotzdem auch 24 Stunden damit beschäftigt, weil die Situation ist halt so, es gibt ein Management und ich bin der Orchesterleiter. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, um, sagen wir mal, die Band zusammenzustellen. Wenn mal Ersatz gefunden werden muss, dann werde ich auch mit einbezogen. Und ja, ich muss dann auch dafür Sorge tragen und beobachten, dass da nichts schief geht, dass ich nicht, wir spielen jetzt wieder in... Wann fangen wir wieder an? Im November in Wuppertal, dann geht es 8, 19, 11, 12, 13. Das ist dann wieder eine Tour, ist die Band komplett, weil es gibt natürlich auch Leute, die hin und wieder da mal wechseln. Da kommt halt, ich habe es Ihnen gesagt, da sind auch Musiker, die die ersten zwei Tage spielt er, dann kommt er und so. Aber das sind alles eingeführte Leute, das Publikum merkt das überhaupt nicht. Aber ich muss natürlich auch kontrollieren, dass die keine Unfug machen und dass das alles auch stimmt, was die so denken zu tun. Und damit bin ich dann doch ziemlich beschäftigt und wenn das mal nicht mehr so ist, dann dann habe ich doch ein Problem. So viele Hobbys habe ich auch nicht und ich habe zwei Enkelkinder, das ist zwar eine große Freude jetzt, damit beschäftige ich mich dann, wenn ich mal zwei Tage sage, jetzt reicht's mal. Okay, man kann also zusammenfassen, bei Ihnen ist der Beruf auch die Berufung. Ja, meine Frau sagt immer, du hast ja keine Arbeit, für dich ist das ja Hobby. Ja, das stimmt, letztes Endes ist das auch so. Ich meine, ich freue mich schon auf die Musik, um dann wieder die Bühne zu betreten, da mit einer super guten Band arbeiten zu können, weil die Band ist echt sehr gut. Sie werden es sehen, wenn sie da sind. Ich weiß nicht, ob sie kommen, aber ich bin stolz auf... jede Besetzung mit den Musikern, womit ich auf die Bühne gehe. Das hört man auf jeden Fall. Haben Sie einen absoluten Lieblingstitel von Glenn Miller? Ja, man kann es so sagen, wenn es ums heutige Programm geht, und deswegen habe ich den Titel auch mit reingenommen, weil den haben wir schon 15 Jahre nicht mehr gespielt, kann auch 20 sein, aber das ist ein für das Publikum unbekannter Titel und auch noch in Dreivierteltakt. Also, wir sind nicht bei Johann Strauss, aber bei Glenn Miller, Dreivierteltakt, das gibt's nicht oft. Und der Titel heißt Faraway Places. Und das damit stehe ich morgens mal auf, glaube ich, so die letzte Woche. Okay. Das ist ein eigentlich super gut geschrieben mit überraschenden Effekten, zwei Klarinetten, die da auch den Sound machen und so. Und das dieser Titel gefällt mir immer. Wir haben auch jetzt wieder als Gesangtitel. Ist natürlich immer schwierig, um Gesangstitel von Glenn Miller, auch für unsere Female, die Sängerin, Marion Hutton, das war die Sängerin bei Glenn Miller, da spielen wir zwar ein paar Titel davon, aber so viele
Gesangstitel haben wir auch nicht im Programm von Glenn Miller, aber wir weichen dann auch immer mal sehr gerne aus nach anderen Interpreten. Und Ella Fitzgerald ist wieder im Programm vertreten. Und ja, es gibt wenige Titel, die nicht von Ella Fitzgerald auch gesungen und aufgenommen sind. Und da sind auch ein paar Titel, die mir dann auch sehr gefallen. Zum Beispiel I Won't Dance, das mit auch ja, die Ella Fitzgerald Version. Und ja, die kommt auch sehr gut an. So aus solchen Melodien, da habe ich aus die große Repertoire-Liste, aus diese 40 Jahre habe ich schon 30 Titel gestellt, die, ja, die das Publikum sicher gefallen haben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Dann bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Zeit und vielleicht laden Sie unsere Hörer nochmal mit Ihren eigenen Worten ein, Sie am 11. November in Euskirchen zu besuchen. Vielen, vielen Dank, Will Salden. Mein Name ist Will Salden, ich bin der Leiter vom Glenn Miller Orchester und wie Sie vielleicht wissen, gelesen, gehört haben, sind wir am 10. November in Euskirchen mit unserem Programm The Best of Glenn Miller Orchestra. Es wird ein tierisch gutes Programm, wird Ihnen sicherlich gefallen. Also wenn Sie noch nichts anderes vorhaben, holen Sie eine Karte und gehen Sie dahin. Es ist echt, Sie haben ein sehr tolles Erlebnis, werden Sie haben. Es wird Ihnen sicherlich gefallen. Also keep swinging.